herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3, Reaper of Souls. Wir sind stehen geblieben im Pandemonium Fortress und mit dabei ist unser Dämonenjäger Valvorik. Servus, hallo. Balbazar. So, ich habe jetzt offscreen stundenlang herumgedüftelt und bin draufgekommen. Ich habe bei den Mönchen eigentlich schon zwei Sets vollständig. Ich habe das leider damals nicht gewusst, dass das so mega ist, zwei Sets zu tragen. Und wir tragen da jetzt eines und schauen einfach mal, wie das funktioniert. Ihr habt da doch jetzt ein bisschen andere Skills. Ich hab nicht übertrieben. Und habe ein neues Buch dadurch entdeckt. Geil. Lilith is me, but a fire and flame. I could never have felt this way about a demon while I was mired in the endless war. The strain holds us prisoner to what we've been told to believe. She and I have made plans. We will bring others to our cause, and together we will escape. Aha. Also, du hast schon recht, diese Lilith und dieser. Vergiss seinen Namen da, die Narius da. Die sind schon irgendwie da gemeinsam, ja? Da ist was gegangen. Irgendwie teleportiere ich mich jetzt wie ein Verrückter, das macht mich komplett wahnsinnig. Ja, ich habe mich auch gerade teleportiert, vielleicht hängt das Internet. Das ist komplett verrückt. Und noch ein Buch! The angel I captured, Inarius, is in love with me. I can feel the intensity of his desire. It cannot be done. I told him that we must liberate the World Stone, and then we can be together. We will create something never imagined by those mired in the eternal conflict. A new world. So, jetzt das Set nennt sich Raiment of a Thousand Storms. Ja? Nicht nur ein Sturm, tausende Stürme. Thousand. So krank ist das. Nicht zu verwechseln mit dem Linkin Park Album. Ich glaube, Thousand Suns hat das geheißen. Ich glaube, mal letztens wieder angehört, Linkin Park. Hast du gehört? Es gibt jetzt eine neue Single von Linkin Park, aber die ist. Ja, ich möchte mal sagen, ultra scheiße. Echt jetzt oder was? Die hat auch massive Kritik bekommen. Heavy heißt die. Ist ganz neu rausgekommen. Heavy und Scheiß. Da probieren sie sich halt mal wieder ordentlich aus und machen jetzt eher so. Klingt eher wie David Guetta. David Guetta mit Linkin Park. Er kennt halt mal gar nichts mehr von seiner geilen Stimme. Das ist einfach nur noch irgendwie ziemlich. Ja, aber das war schon beim letzten Album ein bisschen, was mir vorkommen ist. Sind sie mehr in diesen Elektro-Stil irgendwie ein bisschen umgewechselt, oder? Letztens habe ich mir auch nicht angehört, glaube ich. Was ist denn da jetzt alles? Ich kann mit dem Patriarch Anus reden. Im Anus? I can feel the strength of your will joined with mine. We have made it possible for you to reach beyond. Ich habe wieder mit der Halitzer gelabert. The rest remains your task. Serve us well, as you always have, my son. Ja, wir werden megamäßig dienen. Oh ja, wir werden da dienen. Aber sowas von. Jetzt wird das Ganze so ein bisschen grauer, was vorher eher so brauner Untergrund war. Du mit deinem Braun. Hey, und dein Buch. Ich sehe eindeutige Grautöne hier durchkommen. Ein Buch. Those who follow us are strong in purpose and conviction, but we are only few. Yet if we can obtain the power of the World Stone, it will be enough. We will scale the Windshear Slope, steal into the heart of the fortress, and be gone before anyone notices the stone's disappearance. Ah, also. Haben die den Stein also dann geklaut, beziehungsweise der Erden geklaut für die Lilith. Engels. Boah, das geht jetzt auf. Mega mäßig. Wie so ein Horror-Movie. Echt diese Soundabstimmung. Naja, ich weiß nicht. What you ask? Könnte besser sein. Vielleicht hätte es jetzt so ein Schockmoment sein sollen, weil jetzt leicht die vom Himmel runtergefallen sind. Okay.
Ja, was nur interessant wäre, wie das zeitlich spielt. Ob der Mephisto davon begeistert war oder eher weniger. Das war jetzt seine Mutter, was? Tochter? Hab ich ganz vergessen. Tochter hast du davor gesagt gehabt, ja. Tochter, okay. Ich hab gedacht, die Schwester, aber ich hab auch nicht gescheit zugekocht. Wird die Tochter gewesen sein. Lord and Thunder! You fight like Tyrael himself! Now go retrieve that stone! We will help as we can! Also ehrlich gesagt hoffe ich, dass wir besser fighten als Tyrael. Deswegen habe ich gerade das reingeschrieben. Das ist ja ganz schöne Beleidigung da. So ein Arsch. Was soll denn das? Wir kämpfen mit Tyrael. Wir sind bei weitem nicht so nutzlos. That will die. Was da abgeht aber. Binnen weniger Sekunden haut es mir da von einem Bildschirmende ans andere. Verwirrend, dieses Set. Sehr verwirrend. Also irgendwie anscheinend mit meinem Hauptschlag, mit dem Primärangriff, wie mir mit zu Gegnern. Dadurch kriegt man mein Rechtsklick-Fähigkeit, das ist auch wieder so ein Teleportationsding, kriegt 13.000% mehr Schaden. Und wenn ich den Rechtsklick benutze, dann kriegt der Linksklick wieder 13.000% mehr Schaden. Oh. Man muss es einfach dauernd abwechselnd nutzen. Ein eindeutiges, dauerndes Klickspiel. Und dadurch one-shot die halt alles irgendwie. Das ist ja so krass, ich schaue mir gerne diesen Speedrunner an, oder damals gerne, jetzt habe ich den schon länger nicht mehr gesehen. Dann immer mehr so regelmäßig den Ryu Quisakotl, allein wegen dem geilen Namen. und der Speedrun, der Diablo 2. Ah, den was du immer geschickt hast, oder? Ja, genau. Und hat jetzt so eine Kamera auch eingebaut, dass man halt seine Hand sieht, wie er halt spielt, und das ist halt so krass. Dass er permanent klickt. Echt, oder? So extrem, ja. Okay. Ich hab gedacht, dass Diablo eigentlich gar nicht so krass ist vom Klicken her. Wobei Diablo 2, okay, ist ein bisschen mehr. Na, beim Speedrun, der ist nur am Klicken die ganze Zeit. Das ist so heftig. Ich weiß gar nicht, was der alles klickt. Das ist besser, warum der das macht? Der hat dann eh auch gesagt, er hat einmal eine Sehnenscheidenentzündung gehabt, weil er immer ganz eine miese Maus gehabt hat und hat jetzt eine Mionix-Maus. Hat er gleich Werbung gemacht? Wie jetzt auch gerade? Und ist halt von der total begeistert. Und wie ich mir dann eine neue Maus gekauft habe, ich hab den gedacht und hab gleich mal gefragt, ob es eine Mionix-Maus gibt beim Mediamarkt. Die haben sich aber überhaupt nicht auskennt, was sie überhaupt wissen. Also wir haben hier Logitech und Microsoft-Mäuse. Und das war's. Ja, und dann habe ich mir die auf Amazon gekauft und finde die eigentlich echt ganz geil. Und jetzt verwende ich sie auch gerade aktuell. Mionix Maus, ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung. Ich kriege auch nur eine ganz kleine Provision dafür. Ihr könnt uns damit unterstützen, wenn wir nächstes Jahr damit eine Weltreise starten. Simon, da ist noch ein Buch. Echt, bei mir war nämlich auch ein Buch, aber warte, dann komme ich zuerst zu dir. Ich bin ein Jugendlicher. Ich eile, aber die Blitztore lassen mich nicht durch. Hier war mal von Logitech die G5 oder G15, weiß ich nicht mehr. Da hat man so Gewichte reintun können unten in die Maus, um sie eben anzupassen, weil wahrscheinlich manche mögen total leichte Mäuse, manche mögen schwere Mäuse. Und hat man das selber anpassen können. Die war mega geil. Aber da war. G5 vielleicht? Nein, ich glaube. Bei dir? G5 oder G15, glaube ich, so ein blaues Blitzlogo hat die irgendwie gehabt oder Blitzmotiv. Aber ich habe dann nachher schon nach einem halben oder dreiviertel Jahr einen Kabelbruch gehabt. Also der hat nur ein Wackelding gehabt und habe den nachher nicht noch einmal gekauft. War ja enttäuscht von der Qualität. Aber die Haltung und so von der Hand drin war göttlich. Aber genug über Mäuse, jetzt hochen wir uns das Buch an. Aha. Alles endet im Tod, ja, da hat er nicht ganz unrecht. Okay, dann hast du ein anderes Buch gehabt. Achso, okay.
Spoiler mich doch nicht. Alles endet im Tod, was? Schaut da, noch ein Buch. Testament Teil 6. Bei mir wurde ein Maltael-Buch. Bei mir ist es Inarius Teil 5. Viel Spaß. Can I truly love a demon? When I gave the world stone to Lilith, I knew I'd been right to seek her all along. We have created a new world. We can live here in peace, away from war. I have named this world Sanctuary. Aha. Bei mir hat er jetzt gesagt, eben, dass er Lilith jetzt eben den Weltstein übergeben hat und jetzt haben sie eine neue Welt quasi erschaffen und das haben sie Sanctuary genannt. Das wäre jetzt eigentlich das, oder? Ja. Das ist doch im Grunde das, was wir in Diablo 2 schon am Ende gehabt haben, oder? Dieses Chaos-Sanctuarium. War das das? Anders? Ach, kann auch sein. Wahrscheinlich. Schon wieder ein Buch war. Jetzt wird man mit Informationen gefüttert. Diese Story. Da haben sie nochmal alles ausgepackt jetzt dann im letzten Level. It cannot be Teil 6. Inarius and I stole the World Stone, and now we have a group of renegades to follow us. I have created a new world where we can live in peace, a place of infinite possibilities. Inarius believes that escape is enough. In time, I will show him that even victory is possible. But first, I will give him children. Jetzt kam es auch bei mir, ich habe diesen Ort Sanctuarium gedacht. Wir haben das irgendwie ein bisschen vertauscht. War jetzt gerade ein geiler Satz von der Lilith. But first, I will give him children. Das ist geil gelungen. Erst mal Sex. Ja, zuerst mal da als gefügig machen. I will not do that. Der war gefangen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, zuerst. Also die ist davor auch verstanden, aber gefangen. Haben sie denn irgendwie geistig manipuliert, dass er Pro-Team-Dämon war? Ja, kennt man ja, wenn man mit dem Opfer dann, mit dem Täter eine Beziehung aufbaut. Ja. Man nennt es auch das Lilith-Syndrom. Ich hätte es gesagt, Natascha Kampf-Syndrom. Es hat mehrere Namen und alle davon sind richtig. Da unten geht's gleich weiter, das ist wieder so ein Portal-Ding. Natascha Krampus-Syndrom. Münchhausen, es hat so viele Namen einfach. Und schon wieder ein Buch, ich fass es doch nicht. Jetzt doch? Ja. Haben wir das nicht schon gehört? Ach, keine Ahnung. The souls of man show their potential for greatness. They can stand for good like any angel in heaven. Or they can enact evil worthy of the lowest demon of hell. The power of such a choice should not rest in the hearts of beings who are here for an instant, then flare and die. Ja, die Ebene des Wahnsinns von der gute Malta, der erzählt gerade davon. Das war ja bei Diablo 2. Echt? Chaos, Sanctuarium und die Ebenen des Wahnsinns. Oder der Diablo da vorgerast ist. Aber ich glaube, da haben wir noch keine Story bekommen, warum das genau so heißt oder wieder was es ist. Und das kommt noch. Wir haben jetzt aus 13 Bücher gehabt, glaube ich, in der Ebene. Na, ich meine jetzt im Diablo 2, da haben wir noch nicht gewusst, warum wir jetzt wo sind und was wir jetzt genau besiegen. Ja, das war da nicht wichtig, da war nur das Metzeln im Vordergrund. Beim Eier haben sie sich gedacht, jetzt müssen wir ein bisschen Story auch noch einbauen. Jetzt müssen wir mal erklären, warum wir das Ganze machen. Na, ich finde das andere, was ich ja eh nicht schlecht mit diesen Büchern und so weiter, finde ich ja cool. Ist ganz cool. Dass man so ein bisschen Hintergrundinfos erfahrt und da drüben sehe ich wieder das nächste Buch. Nicht nur einfach von einem Gebiet zum nächsten austauschbar, sondern ein bisschen Story. Ja. Na, auch das Gebiet schaut hier sehr geil aus. Da. Hat was. Wisdom Teil 5 Buch. A vicious strike. Was? Da oben liegt's. Ein nächstes Buch. Meine Kampf-Amazone hat gerade gelabert. Ich horch's mir schon wieder an. The humans cannot be trusted.
Da fährt man jetzt irgendwie so sterben. Ein bisschen Hintergrundinfos da vom Maltailer, wie jetzt erfahren, warum er da die Menschen ausrotten will. Okay, welches Buch war das? Boah, irgendwas Teil 5, glaube ich. Okay. Weisheitbuch also Teil 4 oder 5 oder so. Menschen sterben. Da hat er jetzt eben verraten, dass er Menschen anscheinend eben nicht zwischen Gut und Böse richtig unterscheiden können und dass sie es nicht wert sind, da zu existieren. Spoiler! It cannot be done. Du weißt ja noch ein vermutlich. Ich glaube, Minimum 2 bis 3 Bücher haben sie sicherlich nur irgendwo eingebaut. Halt da hinten vielleicht in der Sackgasse. Ne? Was man nennt sie auch die Buchgasse in Diablo. Ja. Oha. Bist du des Wahnsinns, Ebene 3. Oh fuck, okay, wir haben doch keine Bücher mehr. Oh fuck. Das schaut auch ein bisschen aus wie das Ende von Diablo 2. Echt jetzt? Das erinnert mich mehr an Tetris 3D. Da hat es nämlich. Ja, ohne Schatz. Die große Disco-Kugel. Da hat es nämlich. Ich habe das nicht lang gespielt, aber da hat es eben auch eine komische Kugel da eben gegeben, wo man die Tetris-Blöcke reingekaut hat. Das war extrem verwirrend. Ich habe das Spiel überhaupt nicht mögen. Und da hast du eben in den Kern immer so reinbomben müssen, bis halt noch alles den Level geklärt gehabt hast. Das war überhaupt nicht meins. Erinnert mich immer dran. Aber ich finde es geil gemacht, muss ich sagen, wenn man da so entlang geht. Die Ketten da eben runter zu dieser Kugel. Schon cool. Kern. Ja. Schon cool, ne? Wie hat der Geist? Sollte und cool. Ja, sollte und cool, glaube ich. Das ist aber so ein cooler kann sein. Und jetzt ab ins Herz der Festung. Trauen wir uns. Das ist schon der Bosskampf. Wer weiß es? Das ist der Bosskampf, das heißt, das ist schon der letzte Part. Wer weiß es? Schauen wir mal rein. I cannot reunite with my allies until their duty is done. The Soul Stone is a born sanctuary. The blood of demons will soon be gone from all creation. Of your kind for a few moments. Death comes, Nephilim. Jetzt geht's aber auf, oder? Maltail. Hallo, Boss. Hallo, Maltail. Der haltet ja gar nichts aus. Lachnummer. Den hat der Führer so abgelust. Ja, aber wirklich. So ein Noob. Den Seelenstein. Ja, aber echt. Und jetzt ist er geiler, oder was? Ich weiß es nicht. Jetzt greife ihn einmal nicht an, damit wir ein bisschen seine Angriffe sehen, weil da stirbt er wirklich instant. Macht er jetzt überhaupt irgendwelche Angriffe? Ah, jetzt ja die Sicheln des Todes, die machen Schaden. Na, die komischen Rauchwolken, die machen auch mega Schaden. Oh, ja. Dann, oh Gott, jetzt tötet er mir fast. Da würde ich auch ausweichen. Oh Gott. Halt. Also wir sterben jetzt gerade. Moment, ich probiere ich denn wieder zu dir? Ich kann ihn nicht befreien. Ich töte ihn einfach, oder? Oder machen wir neu? Kann ich dann der Leiche wieder beleben? So, jetzt kann die wiederbeleben. Danke. Blatsch. Lens Flare. Checkpoint reached und Dürrel watschelt daher.
Herz wiederum, ist wieder zu spät gekommen, so freut. Von den Attacken finde ich den nämlich relativ geil, den Typen, und er ist eigentlich ziemlich schwierig, finde ich, den Maltail. Also wie jetzt, keine Ahnung, wir sind halt zu krass jetzt für den Schwierigkeitsgrad. Aber eben die Lava-Bomben, die Flammen da hinten, halt eben die komischen Gitter, und die machen viel Schaden. Nachher die komischen Rauchwolken, auf die man aufpassen muss, die was da herumkreisen. Seine Sicheln, was er um sich herum macht. Ich finde den gar nicht so mies gemacht. Der kann ziemlich viele Angriffe, ist ganz geil. Ja, der Dings hat mich gewone-shottet da, dieses Lava-Zeugs. Ja, eben, das ist ziemlich heftig. Diese Lava-Bombe. Habe ich gesehen, dass da ein Heilbrunnen gewesen wäre. Ja, ja, bei hinrennen müssen wir dann, dann nehme ich auch kurzzeitig ziemlich krass verletzt. Ja, der Drop war scheiße, ich hab gar nichts gekriegt irgendwie, was interessant ist. Red mal mit Tyrael. Where is the Black Soulstone? Malthael consumed it and took Diablo's soul. Then Malthael's death will have released Diablo. He is free. Oh, really? Once again. Okay, ich kann jetzt okay drücken. Sollen wir okay drücken? Ich glaube, es kommt noch eine Videosequenz. Vermute ich mal, aber ich weiß es nicht. Drück ich mal okay, oder? Ja. Nephilim had done the impossible. By conquering death, he had redeemed the angels and saved all mankind. In that moment, with victory at hand, I saw the Nephilim in a new light. He is a hero who can defeat the champions of heaven and hell, and a monk who protects the innocent. But within him beats a mortal heart that will one day be tempted to corruption. On that day, will he have the strength to resist, or will he be our wird sie widerstehen können oder unser Schicksal besiegeln? Nee, ich glaube, es wird das Schicksal besiegeln. Diablo 4 incoming, und da werden wir wieder zum Diablo werden. Wozu spielt man das eigentlich? Das ist einfach jetzt mal so meine Vermutung. Da kämpfen wir immer gegen die Schrecken des ganzen Universums, und dann werden wir eh wieder selber zu Diablo. Ja, es ist aber irgendwie echt so, gell? So täglich grüßt das Murmeltier ein bisschen. Ja, sollen wir wieder ein Resümee abgeben am Ende des Spiels? Wie immer, ganz gern. Ja, warte, wir können uns auch die Mitwirkenden anschauen und können da auswählen zwischen Diablo 3 Mitwirkende und Reaper of Souls Mitwirkende. Echt, wo? Bei mir? Achso, da oben bei dem Dropdown. Ja, ich lasse das jetzt einfach durchlaufen im Hintergrund. Die Credits. Man kann sogar anhalten. Wow. Mit dem Finder links. Oder das ganz schnell durchlaufen lassen. Boah, da haben sie aber Menüelemente eingebaut. Hey. Da haben sie sich was überlegt. Da haben sie ja investiert in den Credit Screen. Not bad. Na, also ich muss sagen, ja, zum Spiel fange ich vielleicht an, oder? Ich muss sagen, ich finde die... Mir gefällt es sehr gut, das Diablo 3, muss ich sagen. Mir hat das damals zum Erscheinungstermin hat's mir nicht gut gefallen, habe es auch nicht lang gespielt, weil sie eben das mies gemacht gehabt haben mit den Drop-Chancen, und man hat keine goldenen Gegenstände gefunden und keine Sets, und es hat diesen dämlichen Shop gegeben, man hat nicht handeln können, sondern leider diesen In-Game-Shop irgendwie handeln können, und das war total merkwürdig und scheiße. Hat mir überhaupt nicht gefallen gehabt, und habe jetzt eigentlich eben durch Valvoric, durchs Let's Play Together, jetzt wieder angefangen mit dem Spiel, eben mit dem Add-on dazu, und ich muss sagen, es hat sich für mich sehr zum Positiven entwickelt. Es ist wesentlich anfängerfreundlicher, einsteigerfreundlicher, mehr so Casual-Mode halt jetzt, und macht Spaß irgendwie da immer wieder mal reinzuspielen, ein bisschen
Gegenstände zu sammeln, seinen Charakter auf höhere Schwierigkeitsgrade raufzubringen. Es gibt immer diese Seasons eben mit so eigenen Belohnungen und finde ich eigentlich mittlerweile ganz cool für so ein Spiel für zwischendurch, finde ich. Also es lohnt sich. Und die Kampagne selber muss ich sagen, also die Videosequenzen muss ich mal sagen, echt geil gemacht, gut gemacht. Die Story, also die Geschichte der Story ist halt so, also irgendwie, keine Ahnung. Es ist schon vorhanden, aber jetzt irgendwie so megamäßig backend spannend und logisch ist sie irgendwie überhaupt nicht. Und der größte Kritikpunkt für mich ist das Add-on. Da kapiere ich irgendwie so bis jetzt auch noch nicht wirklich, um was ist es da jetzt genau gegangen. Es gibt diesen Maltael mit den Sicheln, der hat den Black Soulstone pfladert, weil er die komplette Menschheit ausradieren wollte. Was hätte ihm das gebracht? Ich verstehe es bis jetzt noch immer nicht. Und irgendwie, man hat auch nicht allzu viel über den erfahren. Man hat ihn jetzt einfach K.O. gehauen, er stürzt da halt runter. Und irgendwie hat halt Diablos Seele jetzt wieder befreit, so warum auch immer, keine Ahnung, weiß man auch nicht. Das ist irgendwie, was nicht, das Add-on kommt mir nicht so wohl durchdacht vor. Die Gebiete, Gegner und so weiter, passt alles super, ist cool gemacht, aber irgendwie der Bösewicht und die Erklärung dahinter ist irgendwie nicht so gut gemacht, als wie im Originalspiel mit der Lea und so, das kann man ein bisschen nachvollziehen und dieser Adria, genau, die Adria ist auch vorkommen, die haben wir Art getötet, keine Ahnung, es ist irgendwie alles merkwürdig in diesem Add-on. Aber wie auch immer, alles in allem finde ich es ein sehr gutes Spiel. Mir macht Spaß und ich finde es nicht schlecht. Aber wie ist deine Meinung dazu? Mhm. Ja, na, ich bin eigentlich bei dir, der gerade gebannt gelauscht. Okay. Na, finde ich eigentlich genauso. Macht mir Spaß. Am Anfang habe ich auch gedacht, naja, also da ist jetzt eher nichts Besonderes, einfach weil es viel zu bunt ist und weil es viel zu viel eher belanglos ist und jetzt nicht so eine geile Atmosphäre hat wie Diablo 2 zum Beispiel. Mhm. Aber der Abenteuermodus macht schon Spaß, also dieses Rumschnetzeln nebenbei, das ist schon ganz lustig und macht echt Laune. Zur Story muss ich auch sagen, halt wieder Blizzard-mäßig, die machen einfach die geilsten Zwischensequenzen. Bisschen schade, dass sie am Ende dann gespart haben und da noch keine richtig geile Zwischensequenz eingebaut haben. Stimmt, da war jetzt sondern gar einfach, nichts, gell? Einfach so kurze Render-Sequenz, die jetzt wahrscheinlich um einiges billiger ist. Ja, da hast recht, der hat gefehlt am Ende, ja. Das hätte man doch taugt. Ja, von der Story her, ja, so wie der Simon schon gesagt hat, ist jetzt nicht unbedingt das beste Story-Writing. Auch vom letzten Arc checkt man eigentlich kaum was der Malta jetzt möchte. Ganz nett dann näher gebracht, wie das mit der Lilith war und dem Chaos-Sanktuarium und den Nephalem, wie man da quasi entstanden ist. Aber auch ansonsten da die Rolle vom Tyrael werde ich nie verstehen. Selbst noch 20 Diablo da ein Krapier sind. Und am Ende wird der Tyrael noch zu Diablo, weil der Tyrael jetzt sterblich ist und Malta gesagt hat, die Sterblichen, die werden der Widersuchung nicht widerstehen. Mach, das war der Plot Twist. Der wird Diablo 4 zu Diablo. Das wäre geil. Vom Engel zum Dämon. Ich sag's euch jetzt schon. Das war tatsächlich ein cooler Plot-Twist, muss ich sagen. Das hat was. Ja, der beinhaltet dann alles. Der beinhaltet dann die Himmelsmächte, aber auch die Dämonenmächte. Ich sag's dir jetzt. Ja. Das ist jetzt ein neuer Diablo. Da möchte ich auch noch, etwas möchte ich nur sagen. Mir kommt vor, dass die Gebiete da ein bisschen zu übertrieben sind von den Namen her. Was soll da jetzt noch kommen? Jetzt waren wir ja bei den Schlachtfeldern, wo Dämonen und Engel seit Anbeginn der Zeit sich metzeln. Also keine Ahnung, wie. Irgendwie, man kann jetzt in einem Diablo 4 dann einen weiteren Add-on, wo soll es da noch hingehen? Jetzt waren wir irgendwie so quasi am Ende der Welt. Das irgendwo, wo wurde jetzt die Festung des Wahnsinns. Ja, wirklich. Keine Ahnung, wie die ganzen Gebiete geheißen haben. Eben, wo? Das ist dann der Überwahnsinn vielleicht. Wo soll man da jetzt dann noch hin? Da kommt man vorne, haben das ein bisschen teils zu dick dann schon aufgetragen. Über Diablo, wo es dann den Über-Diablo geben hat im zweiten Teil. Ja, wirklich, mit den ganzen Mega-Über-Super-Bossen nachher, ja. Keine Ahnung. Ich meine, sie werden sich sicherlich irgendwas überlegen. Und ich muss aber trotzdem sagen, ich finde irgendwie, wenn man jetzt so vergleicht, so eine Final Fantasy Story mit Zwischensequenzen und eben, ich meine, ist komplett das andere Spielgenre, ist mir schon klar. Mhm. Aber trotzdem, allein von der Story her und wieder jetzt dieses Diablo 3 ist jetzt doch ein moderneres Spiel.
präsentiert wird mit Videosequenzen und irgendwie logischer Story-Zusammenhänge, da ist irgendwie die Schreiber von Diablo schon irgendwie so drittklassig irgendwie unterwegs, wenn man das da vergleicht, weil immer die Videosequenzen, wie wir beide finden, sind gut gemacht, aber einfach so die Story und die Begründungen und die Zusammenhänge, das ist irgendwie nicht so megamäßig präsentiert. Mir kommt vor, sie hätten es probiert oder sie wollten das gerne so rüberbringen, auch mit den ganzen Büchern und wenn man ein Monster tötet, dann kriegt man einmal irgendeine Info, wie das entstanden ist, das Monster, und was das Ganze zum Frühstück ist und so weiter. Das ist ja alles ganz nett gemacht, aber irgendwie das gewisse Etwas fehlt mir einfach da. Ja, die Grundstory ist ein bisschen hanebüchen, finde ich. Ja, eben das. So ganz nett rundherum präsentiert. Das waren wahrscheinlich dann andere Schreiber, die sich dann noch überlegt haben, okay, wir müssen das noch irgendwie füllen. Das war dann irgendwie ganz nett, dass man so ein bisschen Hintergrund mitkriegt. Für Let's Play manchmal kontraproduktiv, wenn man sich eben anhört, was jedes einzelne Monster zum Frühstück ist. Aber eben so eigentlich ganz nett, dass sie sich da eben doch auch was überlegt haben, dass man nicht einfach nur durch Horden durchschnetzelt. Also das war ganz nett, hat mir echt ganz gut gefallen und eben der Abenteuermodus ist halt eine Hetz, also da hat man echt länger einen Spaß. Ich glaube, so ein Story Part, den zockt man halt einmal durch und dann kennt man die Story und dann holt man die Story wahrscheinlich eher niemand mehr so an und kümmert sich dann eher um den Abenteuermodus. Sehe ja so, anders. Ja. Ich glaube, dass sie das auch verändert haben mit diesen ganzen Schwierigkeitsstufen da jetzt, weil bei Diablo 2 war es ja noch so, dass man das halt dreimal durchspielt, drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden und dann hat immer geilere Items kriegt und ich bete mir ein, dass das am Anfang von Diablo 3 auch so war, dass man das öfter durchgespielt hat. Mir kommt es auch vor eben, ja, dass es da halt auch normal Albtraum Hölle sowas wie früher eigentlich gegeben hat und mit Durchspielen ist man in den nächsten Schwierigkeitsgrad kommen. Bild immer auch ein, aber würde jetzt nicht mehr hundertprozentig drauf schwören. Und das finde ich eigentlich für einen Story-Modus geiler, weil dann hast du wirklich die Motivation, das nochmal durchzuspielen, wenn du so denkst, boah, jetzt gibt's aber geilere Items und ich spiel's nochmal durch. Das stimmt. Klar, jetzt kannst du den Schwierigkeitsgrad verändern, aber ich glaube, man spielt's dann trotzdem nur einmal durch, weil, was nicht. Ja, denke ich ja, weil irgendwie, es bringt ja nichts, die Story eigentlich zu spielen, weil es gibt eben diesen Abenteuermodus, kannst ja viel schneller und einfacher deine Gegenstände und so weiter zusammenfarmen und die Story selber, man kennt sie, wenn man sie einmal durchgespielt hat, waren jetzt da nirgends, mir kommen vor keine megamäßig epischen Fights drin, wo man sich denkt, war geil, den will ich noch einmal machen. Gibt's ja beim Kopfgeld-Modus halt eben, in diesem Adventure-Modus kann man eh teils die Bosse da wieder fighten, wenn man will, weil die ja als Kopfgeld eben mal dabei sind. Stimmt. Da sieht man dann eh die Fights, aber eben die Story selber, also ich persönlich werde sie nicht nochmal spielen, weil es nichts bringt. Ah, Tito. Aber hast du recht mit dem Kopfgeld? Kopfgeld finde ich ganz lustig, wenn man eben wirklich dann so ein paar Bosse immer zufällig killen muss und das sind immer wieder ganz, ganz interessante dabei, wo man sich denkt, ah ja, stimmt, den hat es auch gegeben oder cooler Fight, coole Sachen. Ganz nett. Also wie gesagt, Story-Modus hat man einmal gesehen, reicht. Ja. Und dieser Adventure-Modus, der ist dann echt ganz, ganz chillig. Ich glaube, du hast auch mal gestreamt, oder? Und den hergezeigt. Genau, ja, den Adventure-Modus. Ich meine, wir können ihn eh vielleicht dann nochmal in einem Zusatz- oder Bonus-Part oder so noch ein paar Sachen herzeigen. Ja, da wollten wir noch ein paar Dinge herzeigen. Können wir machen. Ob wir das wieder machen, ob wir da vielleicht was aufnehmen. Ja. Können wir dann auch gemütlich live streamen zum Beispiel. Doch, auf YouTube. Das können wir uns ja dann noch überlegen. Jetzt ja dann noch sehen. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wir sind da jetzt eh ein bisschen über die Partlänge, aber die Resümees, die sind einfach wichtig. Die will jeder wissen. Dafür schaut man diese Let's Plays, um die gnadenlosen Resümees am Ende zu erhalten. Damit ihr wisst, ob ihr es euch kaufen sollt oder nicht. Ich glaube, die komischen Credits sind jetzt, glaube ich, eh schon doppelt und dreifach durchgelaufen, oder? Die sind wirklich einfach unendlich lang und die ganze Welt arbeitet an diesem Diablo 3 mit. Bei mir scrollt es nur immer durch alle Regionen irgendwie durch. Aber gut, ihr gesagt, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zusehen, wer bis zum Ende da verfolgt hat. Ja, ich wollte noch einwerfen, ihr könnt ja auch gerne kommentieren, was ihr glaubt, was bei, ich meine, jetzt kommt noch das Add-on, das Dingens-Add-on, wie heißt der? Mit Necromancer. Skelettjäger. Skelettjäger. Ja.
Das wird dann die nächste Fähigkeit. Na, Necromancer ist dann das nächste DLC. Da kommt aber dann keine Story, was wir gehört haben, sondern nur der Necromancer. Ja, das wird sich auch nochmal interessant. Das werden wir sich auch nochmal spielen. Den einmal austesten mit seinen Fähigkeiten. Hat den Simon gut gefallen, der Necromancer, im Zweierteil. Das war mein Lieblingscharakter, ja. Ich fand den eigentlich auch ganz spaßig. Ja, und ansonsten weiß ich gar nicht, ob da noch irgendwelche DLCs geplant sind. Anscheinend ja. Also, was ich gelesen habe, keine Ahnung, ob es stimmt. Mit Diablo 3, da wollen sie jetzt mehr so DLCs eben rausbringen in die nächsten Jahre. Und nicht wirklich einen nächsten Teil. Also wird vermutlich neue so Charaktere, neue Gebiete oder sowas aber mal geben. Weiß nicht, ob sie Stories geplant haben. Ich vermute mal vorerst nicht. Das ist dann der Bücher-DLC. Da kriegst du so 500 DLCs auf einen, ja. 500 Bücher auf einen Haufen. Da fährst du dann alles. Die Lore. Du kannst da alles durchlesen. Da kannst du die Geburt von Deckard Cain anschauen, hey, mit Videosequenz, wie er vom Geburtskanal rausdrückt wird. Das erste Wort bleibt ein Weilchen. Von seinem Vater gelernt. Na, aber wie gesagt, würde mich interessieren, was ihr so sagt zur Story oder was ihr glaubt, wie es weitergeht. Vielleicht dem in einem von den DLCs, aber wahrscheinlich eher in Diablo 4. Wer könnte Diablo sein oder wie wird die Story ablaufen? Theoretisch ist jetzt der Zehnstein zerstört worden, das heißt, es sind alle Übel da drinnen wieder befreit worden. Das heißt, eigentlich könnten auch Leute wie Baal und Mephisto und Andariel, keine Ahnung, die ganzen Asmodan und Belial und wenn wir noch alle da reingesperrt haben, ja. Diablo natürlich, die könnten ja dann eigentlich wieder alle wiedergeboren werden. Eine lustige Reunion feiern. Und dann einmal alle gleichzeitig bekämpfen. Das wäre geil. Ja, wäre natürlich sehr interessant, was ihr dazu sagt, und ich bin schon mal sehr gespannt, was die Schöpfer denn so noch rausholen aus Diablo. Ob das irgendwann halt ein bisschen noch ärger verkommt, storymäßig, dass man es gar nicht mehr ernst nehmen kann. Oder ob sie das irgendwie retten. Beim vierten Teil wieder richtig was raushauen und das wieder richtig episch machen. Ja, weil man muss schon sagen, die Story im dritten Teil, die war schon ein bisschen schwach. Da fand ich die im zweiten halt schon noch geiler und die Atmosphäre im zweiten ist halt immer noch besser, finde ich. Immer noch. Ja, wohl, stimmt schon. Ne? Ja, bin ich bei dir. Aber der Abenteuermodus, der holt es halt raus. Und natürlich das Boss-Design ist teilweise auch ganz gut gelungen. Der dritte Akt war vielleicht ein bisschen too much mit den ganzen fetten Typen da. Die Riesengiganten da überall, gell? Ja. Die waren zart. Ja. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ansonsten wieder schöne Level und von den Designs her ganz gut gemacht. Na gut, ja, dann war's das dazu. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen von meiner Seite und lasst uns gerne einen netten Kommentar da. Wir freuen uns. Könnt ihr uns ja auch gerne schreiben, was ihr sehen wollt, ob ihr noch einen Abenteuermodus zum Beispiel sehen wollt. Ob man da bestimmte Klasse spielen sollen oder so. Könnt ihr gerne was rein kommentieren. Na gut, okay. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Und der Simon hat die letzten Worte. Ja, danke auch von meiner Seite. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder zu einem Let's Play. Macht's es gut und ciao, ciao. Epische Musik.